Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. 6 Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Maria bediente, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. Bei der Vorbereitung vom Evangelium habe ich mir gedacht, jetzt ist eigentlich Karwoche. Warum kommt heute diese Lesung? Und doch, denke ich, hat sie einen tiefen Hintergrund. Denn wir kennen alle diese Geschichte. Aber Maria nimmt ein ganz kostbares Nardenöl. Dieses Nardenöl wird ganz hoch oben auf den Bergen aus der Wurzel des Strauches genommen und dort gewonnen. Und dieses Nardenöl, das Maria verwendet hat, für dieses bisschen Nardenöl hätte ein Arbeiter 10 Monate arbeiten können, wenn er das verkauft hätte. Also es ist wirklich etwas ganz, ganz Kostbares, das Maria da verwendet hat für Jesus. Und ich habe mir gedacht, was verwende ich für Jesus? Wie wichtig ist Jesus mir? Ich habe nicht so ein kostbares Nadelöl, aber was kann ich tun? Was kann ich heute tun? Was kann ich jetzt tun? Wenn ich Jesus vergleiche mit Menschen, die ich gerne mag, wie schaut das aus, das Verhältnis zwischen Jesus und mir und zwischen diesen Menschen und mir? Mache ich einen Unterschied? Und dieses kostbare Nardenöl ist eine Verschwendung.
eine Verschwendung der Liebe. Und ich denke, eine Liebe verschwenden, das kann nur im eigenen Herzen helfen. Und ich wünsche uns für den heutigen Tag, dass wir ja vielleicht auch drauf kommen, was wir verschwenden können an Liebe für, das lasse ich offen.